Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren neuen Projekt, und zwar Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest. Hier ist wieder euer Axel aus den Tiefen der Höllen wieder zurück. Wir starten jetzt mit einem neuen Game auf 100%. Ich werde versuchen, hier alles in diesem Sauladen zu kriegen, was ich kriegen kann. Schleißt mir Gesellschaft. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen werden. Natürlich spielen wir das Ganze auf Deutsch und natürlich als Einzelspieler, weil ich habe keine Freunde. Kurz knapp, und wir starten den Galionsplanken. Kurz knapp zur ganzen Story. Diesmal im ersten Teil ist es so gewesen, dass wir alles... Oh, sorry, ich muss meine Störung erstmal wieder zurechtfinden. Jetzt geht's wieder. Im ersten Teil war das ja so gewesen, dass im Prinzip Donkey Kong Carol in den Arsch getreten hat. Und jetzt? Ich habe Donkey Kong entführt. Glaubt mir, ihr werdet diesen affigen Typen niemals wiedersehen. Hahaha. Euer Lieblingsbösewichten, König aller Gremlins, Captain Carol. Ja, kurz knapp, einfach gesagt. Der Drecksack hat den Affen entführt. Den dreckigen, schmierigen, babbischen, stinkenden, fetten Affen. Und es liegt an Diddy diesmal und seine Cousine Dixie, die wir auch noch gleich kennenlernen werden, den Affen zurückzuholen. Und da ist ja die gute Alte. Klammer zur kurzen Info. Dixie ist eigentlich die Cousine von Diddy, aber offiziell auch die Freundin von ihm. Also Inzucht im Affenreich ist ja eigentlich nichts Neues, ne? So, wir können ja einige neue Moves ausprobieren. Wir haben auch viele neue Gegner, wo wir hier platt machen können, im Gegensatz zum ersten Teil, der ziemlich monoton von den Gegnern her abgelaufen ist. Wir haben hier stinkende fette Ratten. Wir haben hier Münzen, wo wir sammeln können. Im ersten Teil gab es sie nämlich noch nicht. Und ja, wir haben ganz verschiedene neue Arten an Gremlins und tierische Helfer, wo uns auch noch begleiten werden. So, schaut mal Affen, was ihr könnt. Affenpower reloaded. Juhu! Zack! Und ganz neues Feature, die Münze können wir finden. Es gibt ein Arsch von Münzen zu finden in diesem Run. Und die werden wir uns jetzt nach und nach holen. Ja, jetzt die ersten sind natürlich recht easy going zu handhaben, ne? Aber die anderen werden richtig interessant werden. Und glaubt mir, Freunde, da sind ein paar dabei, die haben es voll in sich. So, da haben wir unseren tierischen Helfer Rambi. Zack, 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 bam, 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 bam. Ist da alles abgegruft. Mit dem können wir jetzt auch natürlich, wie im Gegensatz zum ersten Teil, also im ersten Teil konnten wir das auch, konnten wir Türen anrammen und all so ein Scheiß. Aber bei dem ist es jetzt so, dass wir sogar speziell steuern können. Ganz interessant, ne? So, alle Gegner platt machen. Zack, 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 zack. Bäm, frisst das, Ratte, frisst das, und die K-Münze Nummer 2. Wunderbar. Also nicht die K-Münze, die K-Münzen gibt es ja auch zu suchen, die müssten wir natürlich auch alle kriegen. Allerdings heißen die hier Kremmünzen, und da haben wir schon die gute DK-Münze, die Nummer 1. In jedem Level gibt es eine zu finden, wünscht mir Glück dabei und seid dabei, wenn ich sie verpasse, weil es sind ein paar Level, die habe ich schon bis heute noch nicht eingeprägt. Und bäm, extra Leben, Nummer 10. Jo, Alter, gib mir den Beat, Diddy, gib mir den Beat, gib mir den fucking Beat, du Scheißaffe. Yeah, hau rein. So, ganz interessant natürlich, haben wir das Level natürlich geschafft, haben wir ein Ausrufezeichen nebendran, wenn wir alle Kremlinsen gesammelt haben und die DK-Münzen natürlich. Und das gilt es jetzt in jedem Level nachzuholen oder in jedem Level zu bewerkstelligen. Wünsche mir Glück dabei. Kann interessant werden. So, da haben wir schon mal Bonusfass Nummer 1. Ja, ich muss dazu sagen, das Spiel ist natürlich ein reiner Nostalgiefaktor von meiner Seite aus gesehen. Das ist recht interessant, weil das Spiel habe ich früher schon gerne gespielt. Ich spiele jetzt nicht gerade der ultra-fette Mega-Gamer in der Hinsicht. Aber ich kann's. Zumindest hoffe ich, dass ich noch kann. Und, es gibt auch schon also ein, zwei Level, wo ich jetzt schon tierisch Angst davor habe. ihr werdet das merken, welche es sind. Die können... Die werden mich jetzt schon striezen wie... Oh, Alter. Haha. Ach, scheiße. Ich hab mal Klammer gefehlt in den ersten Leveln. Wunderbar, läuft er wie geschmiert. So, jetzt bloß nicht abkratzen. Ich habe vor, so wenig wie möglich hier zu sterben. Vielleicht werde ich auch einen Dead-Counter einrichten. Mal gucken, wie oft ich verreckt bin am Ende. Hört sich auf jeden Fall eine lustige Idee an. Ich glaube, das wird... Ach, scheiße. Okay. Verkackt direkt am Anfang. Gut. Läuft ja wie geschmiert, ey. Wenn ihr am Anfang schon voll die Fresse verhauen kriegt. So, das Schöne an der Sache ist, das Bonusfass brauchen wir jetzt nicht mehr einzusammeln. Das haben wir ja schon. Die bleiben erhalten, sollten wir nicht Game Over gehen. Weil dann müssen wir sie alle wiederholen. So, da haben wir schon mal das K. Zack. Ja. Okay.
Okay, das war jetzt schon mal wieder von meiner besten Zeit zockermäßig hier gezeigt. Läuft ja wunderbar. So, schauen wir mal. Ich glaube, da war nichts. Da sind noch so ein, zwei Sachen, wo ich mir noch einbringen muss im Großen und Ganzen. Natürlich in den ersten Leveln geht es ganz geschillt. Das ist natürlich nicht so spielt wie ich. So, Speicherfass. Wichtig, weil CandyCon existiert hier nicht mehr. Zack, zack, jawohl, eine Ratte nach der anderen gebasht. Wunderbar. So, unsichtbares Pass und ein extra Leben. Grüne Ballons zählen 3. Freunde, merkt euch das gut. Sie, zack, 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 zack. Jetzt habe ich nichts vergessen wieder. Die Kremlins hier, die nerven mich extremst. Aber das N haben wir dafür abgestaubt. Und eine Neuerung, wo wir im ersten Teil auch nicht hatten. Wir haben hier Kanonenkugeln, die, mit denen wir fröhlich um uns herschmeißen können. Bam. Allerdings gibt es auch manche Level. Allerdings sind die Kanonenkugel dafür da, in Bonuslevel zu kommen, wie ihr schon seht. So, fiste alle Gegner. Wunderbar, ist das geil. So, zack. 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 Und ich hab ich hab mal wieder voll daneben gekloppt. Okay, läuft wieder mal super heute. Ja. Axel ist mal wieder voll bereit, hier voll dermaßen sich zu blamieren. Nichts Neues, eigentlich. So, machen alle Gegner fertig. Ja, das können wir jetzt. Zack, wo ist hier das Fass? Zack, und wieder einer weg. Zack. Ah, komm, zeitlich gesehen. Muss das eigentlich kein Thema sein. Bäm. Und tschüss. So, Kremlins Nummer 4. Läuft. Wenn man von dem ganzen anderen Scheiß mal absieht. So. Ich glaube, es gibt noch ein Fass hier, was wir holen können. Und die Decay-Münze dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Genau, da ist es ja das gute Stück. Zack. Ab ins Bonusfass. Hey, hey. So, sammeln die Sterne. Mehr gibt es ja leider nicht mehr zu sehen. Das sind im Großen und Ganzen jetzt alle Dinge, die wir haben können. So, haben wir. Die Affen gehen ganz schön ab beim Kletten. Ey, das ist sehr gut zu den Affen. Aber trotzdem. Zack, zack, zack. Und jetzt nur nicht verkacken hier. Na gut, in den ersten Leveln zu verwecken, ist ja schon eine Kunst. Ja, ich sollte mal schön ins Maul halten dabei. Bäm. So, die Decay-Münze Nummer 2. Und noch ein extra Leben abgesahnt. Ist das geil? Ja, und jetzt zeigt hier Dixie, was sie drauf hat. So. Schleudermas haben wir abgehakt, das Affenmuseum. Können wir später mal besuchen. Oh, obwohl, das besuchen wir jetzt mal. Sind wir mal sehr guten Fresh Cranky. Jo, kommt und begrüßt euren alten Großvater Cranky. Ich bin wieder da, um euch mit meiner unglaublichen Weisheit zu helfen. Kein Wunder bei meiner Erfahrung. Hier ist das gesamte Angebot. Also von dem können wir uns natürlich hier, ich sag's jetzt mal, Piranfahren zum Beispiel. Bevor ihr losgeht, versucht euch gegenseitig zu werfen. Also er gibt uns im Prinzip Tipps bei den ersten Leveln oder so. Und ihr seht schon, der alte Geizknüppel, der will uns sogar noch abschwarten, hier was die Kohle angeht. 2 Münzen, 3 Münzen. Münzen sind essentiell. Da es Candy Kong nicht mehr gibt, müssen wir in die Schule speichern. Das werden wir auch gleich sehen. So, Schiffer Heu, nächste Runde. Finde die Münze. Bäm. Mann, haben wir Glück. Ja, ab und zu mal muss man es auch haben. So. So. Jetzt hier oben. Lass uns nicht vergessen, unseren Kameraden zu schmeißen. Bringen wir zumindest zur nächsten Decay-Münze. Zack. Okay, hat jetzt nicht viel geholfen. Wir könnten jetzt natürlich auch die Level überspringen, weil es gibt hier Es gibt hier einige Methoden, hier die Level zu überspringen direkt am Anfang des Spiels. Auch später hin aus dem zweiten Level. Aber das zeige ich euch mal im separaten Video irgendwann mal. Oder vielleicht irgendwann, wenn ich mal einfach mal Bock drauf habe. So. Hangeln, hangeln, Affe, 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 Affe. Okay, ihr merkt schon mal eine spastische Seite, diesmal wieder hier voll am Durchdrehen. Habe ich schon gesagt, dass ich die Musik von dem Spiel eigentlich super geil finde. Na gut, ich finde ja im Prinzip fast jeden musikalischen Titel in den Spielen geil. Aber nun. Oh, die können wir nicht killen. Das ist nicht gut. Die müssen wir schon mit dem Huckepack wegklatschen. Keine gute Sache. So, haben wir. Ja. Läuft. Ach, gehen wir schon nichts vergessen, weil. Genau, das müssen wir jetzt machen.
Zack, zack, zack. Bäm. Und Bonusfass. Jawoll. Läuft ja wie geschmiert gerade. Ja, es sind so kleine Feinheiten. Es sind noch ein paar Tricks dabei, wo man hier anwenden kann. Das kann auch ganz böse enden, Mensch. Wenn ich das mal nicht einhalte. Und gut, das Spiel spielt nach seinen Regeln. Ich spiele nach meinen Regeln. Nicht sehr optimal ab und zu mal. So. Dixie, Didi, bam. Und gleich mal den Gegner weggenatzt. Gut. Und? Und wieder ein extra Leben. Okay. Okay, wir haben jetzt schon 17 extra Leben und haben gerade mal 10 Minuten gespielt. Also 11 Minuten. Nicht schlecht. Naja, gut, ihr werdet schon sehen, es geht recht schnell in dem Spiel. So, Schiffer haben wir. Die Kongschule haben wir auch besucht. Und jetzt gehen wir in den sinkenden Holländer. Die Schule werden wir gleich abgrasen. Oh, Achtung. Zack. So, jetzt kommen wir zum ersten Unterwasserlevel. Climes Galeon heißt das Level an sich. Die Musik, wo er da im Hintergrund läuft. Richtig geile Titel, meiner Meinung nach. Ganz nett gemacht. So, jetzt muss ich noch Acht geben. Das Hundsgemeine an den Dreckslevel ist das, dass es hier sehr viele verschiedene Secret-Passagen gibt. Wie in dem Fall. Wo man natürlich Acht geben muss, dass man die nicht verpasst, ne? Kann böse enden. Kann Hundsgemein werden, in dem Fall. Ich wiederhole mich, ist nicht gerade gut beim Kommentieren. Zack. Okay, der war zu langsam. Oh, Gerrit. Den tierischen Helfer, ich glaube, das war der einzige, wo geblieben ist. Jetzt muss ich noch nachgeben. Nein, habe ich vergessen. Gut. Aber der geht so irgendwie nach unten weiter. Das sind so kleine. Ah, verdammt, wir können zwar durch, aber nicht zurück. Schlecht. Dafür putze ich dich weg. Yeah. So, jetzt nochmal Acht geben. Ja, man sollte immer vorsichtig sein. Lieber zweimal mehr geguckt, wie einmal zu wenig. Das ist meine Devise beim Zocken, gerade beim 100% ran. Mal gucken, was ist der abgekartet? Ich vergesse aber irgendwie. So, zack, 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 zack. So, hier müssen wir nicht runter. Hätte ja schön sein können, ne? So, einfach mal alles weggeklatscht, was wir hier finden. Oh Gott, der Schwertfisch ist voll das Akrophil, ey. So, Achtung. Jetzt. Ich hoffe, das war das Richtige. Nein, das war nicht das Richtige. Aber wir dürfen hier in dem Sinne noch nichts vergessen haben. Ich muss ja jetzt nur Acht geben, dass ich jetzt irgendwelche Geheimpassagen jetzt nicht vergesse wieder. Kann schnell passieren, leider. So, schauen wir mal. Zack, zack, zack. Jawoll. Haben wir schon mal das N und wir haben leider noch nichts gefunden. Wir sind irgendwie. Seesternattacke. So, da müssen wir runter jedenfalls. Ja, das habe ich schon mal vergessen. So. Und. Ja, auch nicht. Irgendwie. Ist die Glücksgöttin jetzt mit mir heute? Ah, genau. Die Kämmelse hier zu finden war eigentlich gar nicht so schwer. Das war gegen Ende des Levels, glaube ich, irgendwo. Zack. So. Das haben wir damit erreicht. Einfach mal sinnlos Gegner beklatschen. Okay, läuft. Sollte man öfters mal machen, ne? Es hilft ungemein. Zack. So, hier oben war nichts. Genau, da war aber was. Da war das G. Wunderbar. So, Achtung, Leute. Haha. Damit hätten wir schon mal das erreicht. Jetzt liegt der Fisch natürlich auf dem Trockenen, das ist auch nicht so gut. Ich frage mich, wie On Guard einen geschmeckt. So ganz aus dem Kontext heraus. So. Ich meine, ich habe ein Bonuslevel vergessen. Kann schnell passieren. Zack. So. Bäm. Okay, leider nur Bananen abgestaubt. Das werden wir jetzt gleich merken. Dann müssen wir das Level nochmal neu machen. Wie gesagt, das sind so Tricks-Dinge, die vergesse ich immer wieder. Das ist ja das Schlimme. Ja, wir haben eins vergessen. Gut, alles klar. Dann nochmal zum Spiel und Spaß und Freude mit dem guten... Ja. Ich würde gerne mal interessieren, wo das Ding war, bitte. Irgendwo abgekartet in der Ecke. Gut versteckt. 100 Brunnen in der Nähe von En Garde. Ist das Bonusfass?
das Bonus-Level. So. Okay, da habe ich mich selbst gefickt. Gut. Und ich bin tot. Ich bin aber auch scheiße in dem Spiel. Alte Schwede. Läuft ja wunderbar wieder wie geschmiert hier. Oh, cool. Das habe ich auch nicht gewusst. Zack. Und nochmal. Zack. Bevor ich jetzt hier wieder total angehe. Jetzt bin ich aber weggeschmissen, wo das Ding ist. Ich glaube, hier gibt es auch nur eins. So. Schauen wir mal. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen. Okay, der Hunter ist wieder voll am Abschmieren. Eieieiei. Gut, okay. Nicht schlecht. Läuft gut. Ah, da war das Bonuswasser. Ich hab doch gewusst, hab ich doch gewusst. Hoffentlich greife ich jetzt nicht, weil es gut zu greifen. Der Hund, der ist mal wieder voll am Abschmieren. Okay, ab und zu mal, das kann passieren bei Aufnahmen. So ist es halt leider. So ein paar Haustieren ist es halt so. So. Okay, das ist jetzt wieder um was anderes. Hier geht's darum, den Weg zu finden, ohne auf Bananen zu stoßen. Wenn wir bei Bananen sind, sind wir verkehrt. Seht ihr schon, landet alles in der Sackgasse. Wunderbar. Läuft, 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 läuft. Sieht schon mal gut aus, Freunde. So. Bäm. Jawohl, die Münze Nummer 8 haben wir damit erreicht. Und das Schöne an der Sache ist, ich glaube, wenn ich jetzt zurückgehe, dürfte eigentlich alles dabei sein. Jawohl, der singende Holländer haben wir damit auch geschafft. Swankys Goldgrube können wir Münzen abstauben. Aber wir machen jetzt weiter erstmal mit dem Segeltrauma. Ich will im allerersten Part die erste Welt nämlich durchjagen. Und wir treffen einen neuen tierischen Helfer, Radli die Schlange. Geiles Ding, ey. So, zack. Wenn wir jetzt da runterspringen würden... Oh, sorry, Leute. Wenn wir jetzt da runterspringen würden, würden wir zum Dings kommen. So, Achtung. Radli hat eine geile Fähigkeit, er kann sau hoch springen. Ist bei manchen Leveln natürlich aber auch uns gemein, weil man dadurch auch leichter die Bonusfässer verbessern konnte. Ja, alles schon wieder, ey. Feuer frei. Ich hoffe, man hört die gleiche Reize nicht. So, so, aber Haustier leider. So, alles klar. Zack. Zack. Nein, Radli, bleib hier! Nein, Radli! Du Drecksvieh, du Bastard, du Blöde. Ohne Radli ist es sinnlos. Ach, scheiße. Okay, gut, jetzt habt ihr auch mal eine dieser geheimen Dinge gesehen. Wenn wir jetzt da durchgehen, zack, kommen wir direkt ans Ende vom Level, ne? Geil, Alter. Bäm. Okay, da haben wir das G schon mal abgestaubt und haben nicht mal so ein N. Na, passt wunderbar. Okay, läuft wie geschmiert, alles klar. So, jetzt haben wir mal richtig. Jetzt wird hier professionell verkackt, wenn dann. So, zack, zack. Radli, du bleibst schon bei mir, ich kann schon brauchen. Wie die Musik jetzt nicht heißt, weiß ich schon nicht so genau. Aber wenn es euch eventuell interessiert, könnte ich mich ja mal schlau machen, wie die ganzen Musiktitel nacheinander heißen. Zumindest die meisten, die... Nein! Alter, das gibt's doch gar nicht. Radli ist einfach abgehauen. Okay, wunderbar, geil. Der Counter Nummer 3, okay. Leute, ich hasse sowas, ey. Alter Schwede. Es ist schon wieder zu kotzen. Am frühen Morgen, am frühen Abend in dem Fall. Wir haben schließlich halb sieben hier in Deutschland. Zumindest momentan, so wie ich hier aufnehme. Naja, was soll man noch alles denn machen? Ich persönlich habe mir gedacht, okay, machst du ein paar neue Parts, ein paar neue Titel, weil du hast ja eh diese letzte Zeit viel schleifen lassen. Ich wollte ja eigentlich regelmäßig weitermachen. Und, habe ich mir gedacht, okay, Corona-Krise hin, Corona-Krise her. Wenn schon die Leute unter Quarantäne sitzen, dann sollten sie auch wenigstens Unterhaltung haben. Das ist zumindest meine Meinung, deswegen mache ich den Spaß ja auch. Ich hoffe, dass das wenigstens gut ankommt. Ob oder auch nicht, ist auch egal, aber ich hoffe, dass es wenigstens seinen Zweck erfüllt, dass ich euch wenigstens in den schweren Zeiten noch zum Lachen bringen kann. Beziehungsweise euch ein bisschen unterhalten kann, was das Gaming angeht. Okay, da habe ich jetzt noch nichts abgegrast. Das ist eigentlich total blöd jetzt. So, alles klar. Ah, shit, ich brauche... Okay, Dixie wäre natürlich jetzt schön gewesen. Nicht gut. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts verpasse in der Hinsicht. Bam, wenigstens die Fliegen da weggeklatscht.
Die Biene. Zack. Jawoll. So, das nehmen wir schon mal mit. Haben wir schon mal noch einen Bonusfass? Läuft. Ich hoffe, der Part wird jetzt nicht zu lang. Wir sind schon bei über 21 Minuten. Aber was soll's? Finde die... Nein! Oh, Alter, ey. Sag mal... Okay, das ist schon mal schön jetzt. Dafür brauchen wir Dixie. Ey, man kann sich viel sehr leicht mit der Alten. Das ist wirklich wahr. Das ist volle Knalle. Also der Diddy kann ja ruhig öfters knallen, ey. Das sollte in jedem Spiel dabei sein. Gut, wenn ich mir überlege, die war fast in jedem Spiel dabei. Außer in der... Nein, in jedem Spiel dabei. Das ist aber bescheuert. Gut, in Tropical Freeze den ganzen Donkey Kong Ableger waren sie dabei. Dann Kong Country. Alter, ich bin so dumm zum Zocken, ey. Das gibt's nicht. War die, glaube ich, überall dabei. Und, Nee, im ersten Mal die nicht dabei. Die waren nur bei Tropical Freeze, glaube ich, dabei. In dem Donkey Kong Country. Im nächsten, in Dreier war die dabei. Und, das war es eigentlich, glaube ich, schon, weil in Donkey Kong 64 war das ja eigentlich die Tiny Kong. Das war ja eigentlich die Schwester, glaube ich, oder was das da war, oder Freundin, oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist die Schleppberaterin. Was soll's, ist auch egal. Das ist, weiß ich nämlich. So, da haben wir die Cayman-Münze Nummer 5. Hehe. So, und ich glaube, noch ein Bonusfass dürfte fehlen. Müssten wir, glaube ich, noch Radli erreichen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Oder ich habe es wieder voll verkackt. Okay, den blauen Ballon nehmen wir mindestens 5 Leben. Oi. Hehehe. Komm, wir werden es jetzt sehen. Achtung, zack. Yeah, bitte, gib mir den Beat, bitte, gib mir den Beat, gib mir fucking Beat, Alter. Yeah, voll drauf. Hehehe. So, ja, ich wusste's. Oh, Leute, ey. Wie ich sowas hasse, wenn man Level durchspielt mit der Song, man hat alles und man hat doch nichts im Endeffekt. Ich weiß jedenfalls, dass eine mit Radli hier erreicht werden kann. Das ist sicher. Hoffen wir mal, dass ich jetzt nicht wieder verkacke auf irgendeine Art und Weise. Weil das habe ich leider sehr gut drauf, sowas. So. Das Level ist wenigstens noch humanoid, ey. Da gibt es manche andere mit Radli, wo ich selbst noch Gedanken hege. Ich glaube, das war da oben. Ja, das war da oben. Oi, Axel, wenn das LP schon so anfängt, ey, dann kann's nur gut werden. Ja, kann's nur hart werden. So, besiege alle Gegner. Zack, 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 zack. Bäm! Wir kennen uns Nummer 10. Jetzt müssen wir eigentlich alle haben. So, und dann stellen wir uns jetzt dem finalen Boss dieser Welt: Kraus Nest. Allerdings werde ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Also, Kränki haben wir schon gesehen. Jetzt zeige ich euch nochmal die Kong-Schule. Ich bin Frau Winkel Kong, die Leiterin der Kong-Schule. Ich werde euch lehren, wie man dieses Spiel spielt. Ihr könnt aber auch vorbeischauen, wenn ihr süßen Abspeichern wollt. So, ihr wollt eine Probe, wie kann ich euch helfen? Also ihr merkt schon, die Alte, die speichert erstmal gratis beim ersten Mal. Ansonsten gibt ihr uns genauso Tipps zum Endgegner, zum Partnerwurf und generell zu Sachen. Ich will eigentlich nur speichern. So, 18 Minuten gespielt, 5 DK-Münzen und 10 Münzen sind schon mal ein guter Schnitt. Und ihr seht schon, diese Geiztante, ey, die zieht beim nächsten Mal 2 Münzen einfach ab am Speichern. Also überlegt euch gut, wenn ihr speichern wollt, so weit wie möglich, am besten vom Boss und dann weiter geht die wilde Fahrt. Weil, solltet ihr nämlich Game Over gehen, beziehungsweise irgendwas anderes ist die Kohle weg. Jo, willkommen in meiner Goldgrube, ich bin Swing, 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 Swinky Kong, der netteste Affe im ganzen Land, ist seit dem heutigen Teilnehmer bei diesem Spiel, also auf geht's. So, spielen wir mal Swing gespielt, das ist gratis, das passt schon. Wie heiße ich? Du bist der, ja genau, du bist der Evan. Ey, das war richtig clever, aufgepasst, die nächste Frage. Welche Kreatur ist der erste Gegner, den ihr im Spiel seht? Eine fette Ratte. Gut, aber ich habe noch eine Frage auf Lager. Wie lautet der Name der Welt, in der ihr euch gerade befindet? Das ist der Gangsterschränk, Millenniumsplanken, gut, wenn man so dumm ist wie ich, dann kann man das ab und zu mal wechseln. Hier ist der wohlverdiente Preis. Ja, und wie ihr schon merkt, bei dem kann man natürlich allerhand an Leben gewinnen. So, welchen Knopf drückt ihr, um zu rennen? Okay, schon verkackt. Gut, jetzt war ich aber. Den Y-Knopf. Gute Antwort, weiter geht's. Wie heißt der erste Level in diesem Spiegel? Das ist die Piratenpanik. Stimmt, genau. Hier, die nächste Frage. Wie heißt der Fiesling, der Donkey Kong entführt hat? Prinzessin Banana. Jawohl, King schnappt zu, damit Prinzessin Banana King Carol den Affen geben kann. Super gemacht. Ja, perfekt. Also mehr ist es eigentlich gar nicht. So, Shim Challenge. Wie viele Fenster gibt es in King Carols Kabine? Ich hätte gesagt 4. Oh, bin ich gut. Wie heißt der erste Level, in dem ihr im Tau wegklettern könnt?
Das ist die SOS Diptanik. Okay, wunderbar. Und der flotte Gast. Ja, den haben wir ab und zu mal auch, wenn ich beim Zocken mir so zugucke. Welcher der drei genannten Dinge ist kein Objekt aus Kikarols Kabine im ersten Level? Ein Schwert. Also die Karte war dabei, die Waffe war dabei, es war das Schwert. Okay, das war schon verkehrt. Wunderbar. Bin ich total behindert, ey, heute. So, das war der Schlottermast. Wunderbar. Die Karte, dann war es die Waffe. Okay, also ihr merkt schon, ich bin total dumm in dem Spiel. So. Und damit haben wir Svenke jetzt auch noch einen Besuch abgestattet. Ihr werdet lachen, am Ende des Spiels macht das Scheißding 1% aus, wenn man die nicht besucht hat. Schon lustig, oder? So, Siegeltrauma. Okay, Fang ist Flüge. Lernen wir noch kennen. Jetzt geht's ab zum finalen Boss. Krausnest. Yeah, baby. Und ihr seht schon, der Vogel ist auf Ärger gemünzt. So, den können wir mal ganz leicht Einhalt gebieten, indem wir ihn einfach mit seinen eigenen Eiern klatschen. Das klingt so verkehrt. So. Das ist eigentlich recht easy going, wie gesagt. Die Bosse hier in dem Spiel sind nicht gerade herausfordernd im Großen und Ganzen. Bis auf... Nö, mir fällt eigentlich keiner ein, bis auf der finale Boss an sich. Dafür gibt es aber Level, die sind ganz schön knackig teilweise. Die haben es in sich, mein lieber Alter. Jawohl. Zack. Deswegen, wenn ich darüber nachdenke, was nachher so kommt, wie zum Beispiel Giftgemäue und sowas, die sind richtig hardcore drauf. Die Level. So, und damit haben wir den ersten Boss der Welt schon mal geschafft. Wunderbar. Und die Münze Nummer 11 gehört damit schon mal in unserem Besitz. Ja, nach jedem bezwungenen Boss kriegen wir eine neue Münze. Okay, Leute. Damit hätten wir das schon mal geschafft. Wir sehen uns im nächsten Mal im Krokodilkessel. Und zwar genau bei der Lava Samba, Freunde. Tanzt mit mir den Lava Samba. Yeah. Wer ihn noch nicht brennt, hat gelitten. Da wird alles qualm hier in dem Level. Okay, Leute, damit würde ich mal sagen, ich verabschiede mich im Großen und Ganzen jetzt schon mal von dem nächsten. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei, wie ich auch beim Zugucken. Wir sehen uns an der nächsten Stelle im Lava Samba. Wir haben die Galionsbanken hinter uns gelassen. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend fürs erste Mal, nicht zu lang. Euer Axel verabschiedet sich. Rechts oben könnt ihr bei der Infobox gucken, was ich so alles angeblendet habe. Rechts kommen wir zum nächsten Part, je nachdem, wie ich das angemacht habe, und dann zum anderen Part. Und eventuell könnt ihr auf meiner fetten hessischen Hackfresse abonnieren, wenn ihr Bock habt, falls ihr noch mehr sehen wollt. Alles in allem, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao und bis zum Samba-Tanz.